Und wir kommen nach Amerika. Der US-Präsidentschaftswahlkampf ist spätestens seit dem Wochenende, also der Wiederaufnahme der FBI-Ermittlungen gegen Hillary Clinton, wieder völlig offen. Der Republikaner Donald Trump, der in den Umfragen schon weit hinten gelegen ist, spürt wieder Aufwind. Seine Kernwählerschaft hat ihm aber ohnehin die Treue gehalten. Das sind vor allem die weißen Arbeiter in den Industriestädten. Deren Gefühlslage ist nämlich der Schlüssel zu Trumps Wahlchancen. Also konkret deren, trotz eigentlich allgemein ganz guter Wirtschaftslage, vorhandener Pessimismus. Ernst Kernmeier hat sich im Mittleren Westen umgesehen. Ein Untersatz, auf dem Wohl und Wehe einer ganzen Region ruhen. Wohnwagen und Wohnmobile werden hier zusammengeschraubt. Das Rückgrat der Wirtschaft von Elkhart in Indiana im mittleren Westen der USA. The industry is coming back alive. Die Branche ist wiederbelebt, weil es wieder Jobs gibt und die Leute sich was leisten können. Und sie wollen raus und etwas erleben. And people want to get out and explore more than they used to. Elkhart nennt sich stolz die RV-Hauptstadt, die Recreational Vehicle Hauptstadt der Welt. 85% aller in den USA produzierten Wohnwagen und Wohnmobile werden in der Region hergestellt und die Branche boomt. Oh, he's been up here for mein Freund ist gerade ein paar Tage hier und hat schon Arbeit. Ich habe auch nach einer Woche etwas gefunden. Es gibt Zulagen und ein gutes Gehalt. Ich arbeite für einen Caterer. Die RV-Leute schmeißen Partys für $1 Million. Denen muss es also gut gehen. Das war ganz anders, als Präsident Obama kurz nach Amtsantritt 2009 Elkhart besucht hat. Jeder Fünfte war arbeitslos. Heuer im Sommer war Obama wieder da, um sich für die geschaffte Wende nach der großen Rezession feiern zu lassen. Gemeinden wie Elkhart wurden nicht vergessen im Weißen Haus und Elkhart ist der Beweis, dass wir das Richtige getan haben. Obamas Finanzspritzen für die Autoindustrie haben auch Elkhart geholfen, also alles wieder in Ordnung. Ungelernte Arbeiter bekommen hier $15 die Stunde. Ein ordentliches Gehalt gibt es nur mit vielen Überstunden. Die mittleren Einkommen liegen noch immer klar unter Vorkrisenniveau. Der Wiederaufstieg nach der Krise ist geschafft. Jobs in der wieder boomenden Wohnwagen- und Wohnmobilindustrie, die hier alles dominiert, gibt es zur Genüge. Die Arbeiterschaft bleibt aber verunsichert. Sie will es diesmal mit dem Heilsversprecher Donald Trump probieren. In der Bar im Stadtzentrum würde die Wahl eindeutig ausgehen. Eine Stimme für Hillary Clinton finden wir nicht so umstritten, Donald Trump auch sein mag. Er macht jedem Angst. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben, aber das haben wir nun einmal. Donald Trump ist ein Unternehmer und er würde unser Land wie ein Unternehmen führen, ohne Rücksicht auf politische Gefälligkeiten. Die Amerikaner waren immer stark und sie kommen zurück, wenn es einmal schlecht geht. Das hat nichts zu tun mit dem, was Obama gemacht hat. Elkhart im republikanischen Bundesstaat Indiana hat auch schon demokratisch gewählt. Jetzt will die Arbeiterstadt eine Wende, ganz egal, wer sie verspricht.